Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder Neuzugänge von mir. Also ich glaube, ich habe schon ziemlich lang keine Bücher-Haul-Neuzugänge sowas gemacht. Und es hat sich einiges angesammelt. Ich hoffe, dass ich es ungefähr richtig eingeschätzt habe, wann ich das letzte Mal was gezeigt habe. Die ersten zwei zum Beispiel hätte es sein können, dass ich die schon mal gezeigt habe. Und ihr werdet einiges auch schon aus Monatsrückblicken kennen. Manches aber noch gar nicht. Und es gibt ja auch viele, die sich nur Neuzugänge anschauen oder sowas. Deswegen denke ich, gibt es dann doch einige für die, die neu sind. Und da das wirklich ziemlich viel sind, dachte ich, ich fange am besten gleich an und rede nicht lange drum herum. Als erstes vor einiger Zeit, da bin ich mir eben bei dem nicht sicher, ob ich das schon gezeigt habe, habe ich mir den Schattenjäger-Kodex von Cassandra Clare und Joshua Lewis gekauft, weil ich da das Buch halt mega schön finde. Und ich fand es für so ein Zusatzbuch zu einer Geschichte gut. Eigentlich sogar ziemlich gut. Ich bin halt eigentlich nicht so ein Fan davon. Ich habe es mir wirklich nur gekauft, weil ich es so schön finde und es dann halt gelesen. Trotzdem, weil ich dachte mir so, ich habe ja diese Regel für mich so, dass ich alle Bücher lese, die in meinem Regal stehen. Ich dürfte sie mir in anderen Sprachen oder sowas schon kaufen oder in einem anderen Format oder so. Ich sollte die Geschichte an sich kennen, sonst dürfte ich es nicht reinstellen, sondern nur in mein Subregal, damit ich halt einfach alles gleich lese. Genau, und dann habe ich mir den zweiten Silberteil auch schon vor so 2 Monaten oder so gekauft, aber ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch schon gezeigt habe überhaupt. Auch ein richtig schönes Buch. Habe ich ja auch schon gelesen, fand ich gut. Dann hatte ich ja diese riesen Paketaktion mit Jessie von Choki Books, Kristal Zorini und Mandy Booknerd am Laufen. Und da habe ich, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, auch ein paar Bücher bekommen. Insgesamt 6 Stück. Da war einmal Jamaica Lane dabei von Samantha Young. Die Bücher habe ich eigentlich, glaube ich, auch fast alle schon gelesen. Aber dazu, also ich glaube, ich sage jetzt nicht mehr so viel, wie die Bücher sind, weil das habe ich ja in Monatsrückblicken oder sowas schon gesagt. Jamaica Lane war aber ganz gut. Dann habe ich The Testing bekommen von Joelle Charbonneau. Das hatte ich auf Deutsch mal gelesen, also die Auslese. Wollte es aber auf Englisch die ganze Reihe einfach mal lesen, weil da schon alles draußen war. Und ja, auch, also ich mag es auf Deutsch auch ein bisschen lieber, aber ich mag die, also ich finde, es wird dann besser mit der Zeit, weil die Hauptcharakter, also die Protagonistin, die entwickelt sich halt doch ganz gut weiter. Dann den zweiten Timeless-Teil von Alexandra Monier. Ich finde auch, das ist ein ziemlich cooles Cover. Der Dings, da hätte man halt mehr rausholen können aus der Geschichte. Da habe ich auch schon relativ viel in meinem Monatsrückblick drüber geredet. Dann habe ich noch bekommen Angel Fall und World After von Susan E. Ich muss zugeben, ich habe erst ganz, ganz bisschen in Angel Fall reingelesen, so die ersten 2 Seiten oder so, so die erste Seite, weil ich dann eine neue Lieferung bekomme von einem Buch, das ich unbedingt lesen wollte. Oder also so etwa 2, 3 jetzt. Und dann dachte ich mir, ich lese jetzt da erstmal was, vor allem, weil ich da gleich 2 Teile hätte. Und ich will die dann schon wahrscheinlich am Stück lesen. Und finde ich auch richtig schön. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sie lesen kann. Und noch Pretty Lies von Elena McKenzie. Darauf freue ich mich öfter, weil ich, hat der Jesse gefragt, ob wir zusammen lesen. Das heißt, ich werde damit noch ein bisschen warten, bis sie dann auch mal wieder Zeit hat, dass wir es lesen können. Weil sie da, glaube ich, gerade noch irgendwas zu tun hatte. Und sie hat ja auch immer einen viel größeren Sub. Also bei mir hält sich das ja immer an Grenzen. Das heißt, ich kann ganz schnell mal sagen, ich lese das dazwischen. Weil ich eh bald wieder mal wahrscheinlich so ungefähr 0 Sub habe und dann halt wieder, wenn dann so schaue nach Büchern. Das heißt, ja, bei mir geht sowas dann immer ganz einfach, das dazwischen zu schieben. Dann habe ich mir selber auch gleich weiter was bestellt. Und zwar, wo ist denn da jetzt der andere Teil? Der ist darüber gefallen. Und zwar habe ich mir dann von der Testing-Reihe den 2. und 3. Teil Independent Study und Graduation Day auch noch gekauft, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. 2. Teil finde ich super. 3. Teil, halt dann wieder dieses typische 3. Teil bei Dystopien, ist halt ein bisschen langweiliger geworden, finde ich. Und irgendwo war da so ein bisschen was, auch so ein bisschen pseudodramatisch dann zwischendrin und dann wieder so, naja, ich weiß nicht. Also, aber ich bin da ja nie so ein Fan von den 3. Dystopien. Also mir fehlt ja halt immer diese Grundidee und dieses Besondere. Dann habe ich mir noch gekauft Everything Leads to You von Nina Lacour. Ich glaube, man spricht so aus. Super tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Finde ich auch richtig schön, das Cover. Und dann habe ich mir von Simon Mason Zu schön, um tot zu sein bestellt. Finde ich auch ganz gut eigentlich. Ist ein bisschen komplizierter als das. Also ich meine, es gibt schon ein paar Schüler, die ich gestellt habe, aber so an sich, wenn man es Schüler mag, schon ziemlich gut. Habe ich auch im Monatsrückblick noch was dazu gesagt. Aber ich finde das Cover auch ziemlich schön, das vor allem das mit der Kapuze und so. Und ja, habe ich dem Schüler mal wieder eine Chance gegeben. Ist auch relativ neu noch, das Buch. Und dann habe ich mir den 3. Teil der Labyrinth-Reihe von Rainer Weckwerth gekauft. Das Labyrinth ist ohne Gnade. Auch
gut, finde ich. Also ich meine, ich war zufrieden. Ich habe bei dem Ende war ich ja so ein bisschen unsicher, ob das was wird, aber ich fand es schon ganz gut gelöst so. Und auch wieder super Cover. Also ich mag die irgendwie auch echt gerne, wie die gemacht sind. Das ist auch immer so rausstehend, dass die Schrift hier und so. Und dann habe ich mir noch so ein, sag ich mal, Special-Buch gekauft, weil es nichts zum Lesen ist, sondern das heißt 642 Things to Write About. Also das sind halt 642 Dinge, über, die man schreiben kann, logischerweise. Lauter verschiedene Themen. Ich kann, das ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich kann es mal schnell übersetzen, wenn ich irgendwas habe. Ich schlage es einfach irgendwo auf. Zum Beispiel hier, describe one of your bad habits and why you secretly get joy out of it. Also beschreibe eine deiner schlechten Eigenschaften und warum du insgeheim, also Spaß daraus, also warum es dir insgeheim doch irgendwie gefällt. Oder hier, how your cat sees the world, also wie deine Katze die Welt sieht. Pick your favorite movie, now switch the sex of the lead, adjust the plot accordingly. Also wähl deinen Lieblingsfilm aus, tu das Geschlecht der Hauptperson wechseln und dann die Handlung dementsprechend ändern. Oh, die Aufgabe habe ich noch gar nicht gesehen, finde ich total spannend. Ich habe nämlich auch noch nicht alles angeschaut. Ich schlage es manchmal ganz gerne irgendwo auf und dann schreibe ich dazu einfach was. Also, die sind auch, ich kann es mal zeigen, manchmal sind die hier so kürzer, manchmal sind die so richtig lang wie hier auf der Seite. Aber also richtig lang ist ja auch nur eine Seite. Es ist begrenzt, also manchmal denke ich mir auch ein bisschen mehr Platz wäre auch ganz cool, weil man da noch mehr Ideen einbringen könnte. Andererseits finde ich das entmutigt so, wenn man so mega viel zu schreiben hat und man ja keine ganze Geschichte schreiben will, sondern nur so einen kurzen Absatz. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass es so beschränkt ist. Ich habe auch schon ein paar Sachen ausgefüllt, aber dadurch, dass es so total viel ist, ja, wird es nicht dauern. Aber ich meine, es ist ja auch nichts, was man jetzt ganz schnell machen soll. Sondern es ist einfach nur, wenn man gerade Lust hat zu schreiben, dass man das so ein bisschen üben kann. Und ich will es auch gerade für mein englisches Schreiben nutzen. Also ich habe jetzt bisher nur auf Englisch reingeschrieben. Ich möchte es einfach, also ich habe mir das erst so überlegt, aber ich dachte mir so, ja, da kann ich vielleicht noch nicht ganz so viel schreiben wie im Deutschen. Aber ich meine, im Prinzip ist es letztendlich ziemlich ähnlich. Im Englischen gibt es halt ein, zwei gute Worte, die mir dann einfallen, die ich dann nachschauen muss. Oder halt, dass ich mal ein Wort nicht ganz so gut formuliere, weil ich es halt nicht kenne, irgendwie zu Deutschen. Aber sonst ist es eigentlich nicht so viel Unterschied. Aber ich will es dann einfach noch ein bisschen üben, dass ich das vielleicht auch bei längeren Geschichten hinkriegen könnte. Weil da merke ich schon, mir fällt Deutsch halt doch noch wesentlich leichter als Englisch. Ich kann Englisch schon ein bisschen schreiben, aber es würde wahrscheinlich nicht so gut klingen, wie es ja bei vielen anderen klingen würde, die halt muttersprachlich Englisch sind einfach und die das dann immer schon so mit Schreiben und so auch automatisch Englisch machen würden. Ja, genau. Und ich dachte mir, das ist ganz gut zum Üben und finde ich super toll. Wenn ihr also auch schreibt und sowas und auf sowas Lust habt, wäre das mal ein guter Tipp. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Da steht jetzt irgendwas von 17 US-Dollar bzw. 12 Pfund. Ich will irgendwas dazwischen. Also 14, 15 Euro sind das, glaube ich, dann. Ja. Und dann habe ich mir als neueste Bestellung hier einmal Anna and the French Kiss bestellt. Habe ich auch schon gelesen. Ich will eigentlich gar nicht zu meinem Monatsrückblick vorwegnehmen, wie ich es finde. Deswegen werde ich es wahrscheinlich erst da verraten. Ja, aber ich kann schon mal sagen, man kann es auf jeden Fall lesen. Es ist auf jeden Fall lesenswert. Ja. Finde ich auch ein richtig cooles Cover. Ich würde sogar in die Reihe weiterlesen, aber ich habe so bei den Amazon-Bewertungen so gesehen, dass es da doch so ein bisschen so Kritikpunkte gibt und ich weiß nicht so recht, auch von den Stories, ob mir die so gut gefallen würden. Aber ich finde die Cover eigentlich so verdammt geil. Und ja, dann habe ich mir noch die Chroniken des Magnus Spain gekauft, die jetzt rausgekommen sind. Also ich hatte eins davon schon mal als E-Book gelesen. Fand ich eigentlich ganz gut, aber ich bin halt, ich habe keinen Kindle, ich lese es halt immer dann am Handy und ich bin auch kein so Fan davon, sowas da zu lesen, weil ich es halt immer als Buch im Regal stehen haben will und dieses Erfolgserlebnis will, wenn ich fertig bin, dass ich es dann da reinstellen kann und deswegen lese ich so selten E-Books und ja, eigentlich so gut wie nie, wenn ich ganz ehrlich bin und deswegen ist es halt, ja, habe ich mir davor nicht so gekauft. Ich habe dann auch erst gezögert, ob ich es mir so kaufen soll, aber ich finde es halt so schön, es passt so gut zu den anderen Büchern, die ich noch habe. Und dann dachte ich mir so, also die ich von der ganzen Reihe und so weiter noch habe. Und dann dachte ich mir, ja, ich kaufe es trotzdem. Ich habe jetzt auch schon die ersten 100 Seiten gelesen. Mein erster Eindruck ist ganz positiv. Also mal schauen, wie das jetzt so weitergeht. Also, ja. Werde ich wahrscheinlich oder hoffentlich in dem Monat auch fertig kriegen, dass ich es dann im Monatsrückblick sagen kann. Man weiß ja nie, ob dann noch irgendwas dazwischen kommt, aber meistens lese ich es dann schon. Dann habe ich mir noch Atemnot von Ilsa J. Bick gekauft. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß, ich habe jetzt so ein bisschen die ersten auch ein, zwei Seiten reingelesen, weil ich nicht entscheiden wollte, ob ich das da oder Madame Spain zuerst lese. Und ungefähr, ich glaube, ich hatte gedacht, dass es ein bisschen mehr in so eine
ja, Young Adult Sache, nicht unbedingt Liebesgeschichte oder so, geht das nicht, aber irgendwie so eine, ja, das klingt noch ein bisschen mehr als Thriller, jetzt von dem, was ich bisher mitbekommen habe, als ich gedacht hätte, vor allem im Internet auf Amazon stand, dass es eine gebundene Ausgabe ist und das hier ist keine gebundene Ausgabe, sondern broschiert oder sowas oder Taschenbuch. Aber ja, wahrscheinlich broschiert und ich glaube, die haben das verwechselt, weil da gibt es nur diese eine Wahlmöglichkeit. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass ich was Falsches angedingst habe oder dass sie das falsch schicken. Deswegen, da steht was Falsches drin. Ich habe gedacht, das ist ein Dings, also, weil dafür war es, glaube ich, schon relativ teuer, dafür, dass es halt kein Hardcover ist. Bei 15 Euro oder sowas. Ich meine, es ist halt neu, aber trotzdem. Naja, egal. Aber ich hoffe, dass es mir dann trotzdem gefallen wird. Ich finde, es klingt eigentlich schon ganz gut, aber es könnte halt auch ein normaler Thriller werden, so ganz typisch. Und deswegen, das hoffe ich halt gar nicht. Aber es wirkt halt jetzt so ein bisschen sowas, könnte es sein. Deswegen, mal schauen. Ich hoffe, es gefällt mir. Und als allerletztes, boah, ich werde schon voll heiser. Ich habe gerade schon ein Video gedreht und so und irgendwie, ja, ich brauche Wasser. Aber es ist eh das letzte Buch, das mache ich jetzt so schnell. Habe ich mir The Pointless Book von Alfie Days bestellt. Also, der ist ja auch ein YouTuber, der das, also sein Channel heißt Pointless Dings. Nee, doch, Pointless Logo, nein. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Der ist doch eigentlich eine Pointless Blog, gell? Ja, doch, Pointless Blog. Weil das andere ist dann Pointless Blog TV, ist dieser Vlogging-Channel und dann hat er doch so einen Gaming-Channel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch irgendwas mit Pointless war. Ich glaube, das ist Alfie Games dann. Weil den schaue ich nicht so, weil ich eigentlich kaum Let's Plays. Ich habe eine Zeit lang mal so ein bisschen Let's Plays geschaut, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Genau. Ja, doch. Aber das sind jetzt so. Ja, da steht ja sogar nochmal drauf, dass es Pointless Blog heißt. Ich meine, ich schaue die ganze Zeit die Videos an, aber. Ist gut. Ja, und das ist so eine Art, also das geht in diese Rectus Journal Richtung, also das ist so ein Buch, da kann man selber was reinschreiben und mitmachen. Und in dem hier ist es sogar so, dass es so eine App dazu gibt, die ist auch gratis und dann kann man auf manchen Seiten, wenn man das so drüber hält, sehen, was er dazu geschrieben hat oder irgendwelche extra Videos. Es ist nur so, dass ich die App ausprobiert habe und bei mir ist es momentan so, ich habe so ein Galaxy Note 2 und bei dem ist es so, dass es manchmal nicht die App überhaupt lädt, also es ging erst nicht, dann ging es wieder nicht und dann hat es mir auch so, also es ging nur angezeigt, was reingeschrieben wurde, aber die Videos wollten nicht richtig laden, vielleicht, wenn man es nicht gut draufgehalten hat, aber ich habe es in allen möglichen Stellungen versucht, also das Handy so draufzuhalten und das ging halt irgendwie nie und ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, weil ich habe in der App selber nicht gesehen, dass es bei anderen nicht funktioniert, vielleicht liegt es an meinem Handy, aber bis auf eine andere App, die ich habe, gehen eigentlich alle Apps. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Also eine Freundin von mir hat es auch bei sich dann probiert, als sie da war und bei der ging es auch erst nicht zu laden. Also ja, die App ist so ein bisschen Fehler von dem, was ich mitbekomme. Vielleicht aber, falls ihr dieses Buch auch habt oder was und die App ausprobiert habt, könnt ihr mir ja sagen, wie das bei euch aussieht. Ob ich da die Einzige bin oder ich und die Freundin, die es auch probiert hat, ob das eher von so Samsung-Handys liegt, weil sie hat auch so eins. Oder ob das immer so ein bisschen schwieriger ist damit. Ja, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall sind die Sachen ganz cool. Also ich meine, da gibt es, was gibt es so eine gute Seite? Das ist ja egal. Also schreib, was immer in deinem Kopf gerade ist, ohne zu stoppen, bis du zum Ende der Seite kommst, zum Beispiel hier. Zeichne ein Selfie. Oder ich habe noch viel coolere Sachen gesehen. Aber wenn ich die jetzt suche, dann brauchen wir ganz lange. Oder, Orte, an die man gern reisen will. Oh, da könnte ich aber auch viel ausmalen. Nee, und da sind auch ganz coole so Sachen dran, auch ganz coole Challenges und so. Ich finde es eigentlich auch wieder, das wäre so eine Sache, die wäre auch wieder so richtig cool für Videos. Ich weiß nicht, mal schauen, ob ich mir da irgendwas überlege. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall voll interessant. Ist auch irgendwie, also es sind noch ein paar Sachen drin, die im Practice Journal nicht sind, die ich ganz cool finde eigentlich. Also die halt weniger so ums Kaputtmachen gehen, sondern wo es halt auch eher um diese eben Challenge-Spaß-Sachen geht und sowas. Und es sind glaube ich auch nicht solche, also die Punkte, die ich zum Beispiel mit Sammeln oder so bei dem Dings nicht mochte, sind hier glaube ich eher weniger drin. Deswegen finde ich das cool. Bin ich mal gespannt, wie ich das dann so im Vergleich finde. Ja. Freue mich aber auf jeden Fall schon drauf, damit was machen zu können. Und das war's dann jetzt mit meinen ganzen neuen Büchern. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr irgendwas davon kennt, ob ihr das mögt. Ja, und das mit der App eben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ihr könnt mir noch schreiben, ob ihr es interessant findet, irgendwelche Videos zu dem Buch. Also ich meine, wenn man da jetzt nur Lieblingsschauspieler aufschreibt, wobei das ja auch manchmal ganz interessant sein kann. Dazu gibt es ja auch immer voll viele Videos, solche Top irgendwas. Aber ich meine so, ja, zu irgendwelchen interessanten Seiten.
sagen wir es mal so, okay. Und dann ja, sehen wir uns nächstes Mal wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.